Mesotherapieformen sind ein Kapitel der hautärztlichen und ästhetischen Medizin, welche zum Ziel hat, dass man die Qualität insbesondere der Haut verbessert. Bei der Mesotherapie wird nicht unterfüttert, sondern eine Behandlung der Haut selbst durchgeführt. Hierbei ist Ziel oftmals eine Kollagensynthese anzuregen, die die Haut selbst dann liefert, oder Strukturen der Haut zu verbessern, welche eher im kleinflächigen Bereich oder mikroskopischen Bereich zu finden sind. Wir wollen heute mit unserem Modell eine Microneedling-Behandlung demonstrieren und diese kombinieren mit der sogenannten PRP-Behandlung, also eine plättchenreiches Plasma-Behandlung oder auch Vampire-Lifting. Die PRP-Behandlung kann man sowohl eben auftragend anwenden, indem man einerseits mit Microneedling die Haut aufbricht und dann durch Einmassage das Plasma in die Haut bringt. Man kann es aber auch durch Unterspritzen unter die Haut oder in die Haut injizieren und dabei Techniken verwenden, die wir schon kennen, von den Hyaluronsäurebehandlungen zum Beispiel oder Injektionsbehandlungen mit Botulinumtoxin. Jetzt möchten wir beginnen, in mehreren Schritten diese Behandlungsabläufe zu demonstrieren und dann durchzuführen. Im ersten Schritt gewinnen wir Vollblut durch eine Blutabnahme beim Patienten. Die Menge des Blutes, welche abgenommen wird, richtet sich nach der Fläche, die im Anschluss dann behandelt werden soll. Das Vollblut wird dann durch Zentrifugierung getrennt. Dabei entsteht der Blutkuchen am Boden und das plättchenreiche Plasma als Überstand. Im zweiten Schritt erfolgt die Microneedling-Behandlung der Gesichtshaut. Durch die Microneedling-Behandlung wird einerseits die Kollagensynthese und die Heilungsprozesse der Haut an sich angeregt. Gleichzeitig aber lassen sich eben Stoffe, wie jetzt in diesem Fall das PRP, besser einschleusen. Neben Microneedling-Behandlungen oder auch Laserbehandlungen lassen sich auch Unterspritzungstechniken verwenden, um PRP unter die Haut zu bringen. Dabei wird PRP ähnlich von bekannten Fillerbehandlungen unter die Haut injiziert, um dort Depots zu platzieren. In unserem Fall verwenden wir unterschiedliche Eindringtiefen der Microneedling-Nadelung abhängig von der zu behandelnden Region des Gesichts. Um Schmerzhaftigkeit zu vermeiden, sollte eine anästhesierende Creme vorher aufgetragen worden sein. Zum Teil werden auch Schmerzmedikamente appliziert, die dann die Schmerztoleranz erhöhen können. Im dritten Schritt dann erfolgt die Entnahme des Plasmas, in diesem Fall durch ein geschlossenes System. Hierbei ist eine Spritze direkt innerhalb der zweiten Spritze verbaut und es lässt sich dann der Überstand perfekt abziehen. Das Plasma ist nun frei vom Blutkuchen und kann in diesem Fall durch Auftropfen dann im Bereich der behandelten Areale einmassiert werden. Somit lassen sich dann die Stoffe, die
die im Plasma enthalten sind, gut in die Haut einschleusen. Eine solche Massage sollte eine entsprechende Dauer haben und es ist hier mit einer Zeit von etwa 20 Minuten für die Gesichtsregion zu rechnen. Studienergebnisse bestätigen die Wirksamkeit der Microneedling-Behandlung in Bezug auf Kollagenstimulation. Zudem können Studien ebenfalls die Wirksamkeit von PRP in diesen Indikationen untermauern.